Garunk, ne? Ich bin wen? Ja, genau. Honkig wie eh und je. So, 48 Pfeile am Start. Das ist nicht viel. Aber etwas wenigstens. Ja, ich lasse mal das bisschen Kohle hier. Auch diesen Quatsch hier. Und, Wenn ich noch einmal ja sage, dann hau ich mich so. Geht's jetzt los, oder was? Jetzt geht's los. Jetzt hole ich mir den dämlichen Creeper da unten, der gar nicht so dämlich ist. Der hat sich nämlich gut versteckt vor mir. Aber das soll ihn nicht retten. Okay. Wahrscheinlich ist das Viech despawned. Oder steht jetzt grinsend vor mir, stumm. So. Hallo, du grüne Pest, widerliche. Du ekliger grüner Creepermann. Ekelhaft. Ja, niemand kann ihn leiden. Deswegen sind die Viecher ja so agro, weißt du? Niemand kann mich leiden. Jetzt kann ich auch niemanden leiden und spreng alle in die Luft. Ja, ich kann die verstehen. Vielleicht ist der Creeper auch normalisch depressiv, wer weiß. So. Boah, Alter, was Eisen hier unten. Ich könnte jetzt eigentlich viel mehr Kohle gebrauchen. Ah, da. Oh. Irgendwas blubbert hier ganz widerlich und das bin ich. Och, Schmutzfuß-Zombie, bleib weg. Ich hab zu tun. Wow. Moment. Ryuk was slain by Enderman. Ja. Ich muss jetzt nochmal sterben, weil ich bin in diesem Kackdorf gespawnt, wo ich gar nicht spawnen wollte. Ah, wo ist der Eisengolem? Du willst dich vom Eisengolem umhauen lassen, hab's. Ja, ein bisschen den Arsch verschlagen lassen. Das ist dann heute schon dein zweiter Tod gewesen, ne, heute? Vorhin bist du ja schon in Lava geschwommen, ne? Ich glaube, ich bin schon zweimal heute gestorben, oder auch nicht. So, Brudi, komm mal her, schlag mich mal. Ja, nochmal. Jawohl. Alter. Das ist ein Speedrun. Ganz lustig. Oh. Time's a day. Oh, ich sehe den Enderman, ich sehe den Creeper, der mich vorhin geärgert hat. Diese fucking Fledermäuse. Bleib gefälligst stehen, du Stück. So. Das war der Creeper, Mann. Den ich nicht leiden kann. Ja, genau. Den kann ich wirklich nicht leiden, der ist. Der ist kacke. So. Ja. Der ist kacke. Der ist aber cool. Sowas von. Kacke ist auch was. Das ist dasselbe wie Scheiße. Ja, ja. Ja, ja. So. Was gibt's denn hier? Sag mal, ist der Höhleneingang von Indiana Jones oder was? Hier vorne hast du ja so einen Eingang gebaut, deine Höhle. Ja, 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 ja. Ja, ja. Oh, hier grunzt es aber ganz ordentlich. Zombie-Spawner. Oh. Asch, Asch. I hear you. Asch. Ja. Trab an, du Klappstuhl. Ich hab nicht ewig Zeit. Oh, warum hab ich den nicht getroffen? Jetzt brenne ich. Ich brenne! Ja. Kann man verstehen, was Zombies sagen? Sie sagen ja, glaub auch sowas wie Brain, sowas wie Gehirn, oder? Nö, also das, was ich immer verstehe, das ist I hear you, Arsch, Arsch, I hear you, Arsch, Arsch. Also ich höre dich, Arsch, Arsch, ich höre dich. Aber das sagen die natürlich nicht. Och, schon wieder? Ja, Alter, in diesem scheiß Spawner-Raum, also in diesem, wie nennen wir ihn? In dem Portalraum, da waren Skelette und Baby-Zombie und ja,
Ach, das ist natürlich nicht schön. Ja. Ja, weil ich wollte so schnell wie möglich nee, ja. Oh, irgendwie passieren hier gerade ganz komische Dinge. Ja. Ich kann das nicht beschreiben. Ich sag nur, spiele niemals 2 Uhr nachts Minecraft. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viel Uhr es ist jetzt gerade, weißt du's? 3:06 Uhr. Ach, das geht sich doch noch aus, wie der Horst sie sagen würde. So, meine Erfahrungslevel wachsen und gedeihen. Ich will doch eigentlich nur ein Diamantschwert bauen und verzaubern. Mit Maximalverzauberung. 25 Erfahrungslevel. Alter, ich muss dir was erzählen. Letztens hatten wir in der Schule, also nicht in der Schule, sondern eine schulische Videokonferenz. Und ja. Das Ding war, wir hatten, ich glaube Info. Und das Ding ist, ich hatte von einer aus meiner Klasse eine Sprachnachricht abgespielt, weil bei mir hat es geleckt und also diese Videokonferenz, und deshalb sollte sie mir sagen, was gerade so passiert. Und ich habe eine Sprachnachricht abgestellt, ich habe Spanisch angemacht und habe irgendwie gedacht, ich hätte mich gemutet, aber das hatte ich anscheinend nicht, weil ein Kumpel hatte dann erzählt, ich hatte kurz eine Sprachnachricht angemacht. Mhm. Ja. Ja, absolut scheiße. Alter! Diese Magma-Würfel, fuck! Ah, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Ich hatte jetzt irgendwie so die Moral von der Geschichte eben nicht verstanden. Naja, genau, und ich habe halt die Sprachnachricht mitten in der Videokonferenz abgespielt und das haben alle gehört. Ach so, ja, jetzt verstehe ich. Na, das ist natürlich. Ja, ich hatte gedacht, ich habe mich gemutet, aber ich hatte es anscheinend nicht. Ja, solche ähnlichen Geschichten sind mir passiert irgendwie bei Besprechungen mit Geschäftspartnern, wo eigentlich das Ganze ja sozusagen persönlich bleiben sollte und unter uns bleiben sollte, also privat. Und ich habe vergessen, halt Mikrofon abzuschalten, und dann haben irgendwie Leute noch mitgehört, obwohl das eigentlich gar nicht sein sollte. Ja, sowas ist immer wieder peinlich, wenn solche Dinge passieren. Sag mal. Was will diese Lava hier von mir? Natürlich, sie will mich verbrennen. Lava bleibt immer gleich. Oh. So, mein Inventar liegt noch da, das ist schön zu wissen. Der despawnt jetzt auch nicht, weil ich das sage. Ja, schön. Das ist doch sehr schön, dass er hier noch da liegt. In seiner Pracht. Okay. In seiner Pracht und Macht. Also diese Sag mal, wo ist meine Gold Blade oder wie es heißt? Was? Wie ist? Mein Gold-Oberteil, ich hatte eins wegen dem Ach, wegen dem Pigments, ja. Ja, genau, wegen dem Pigments. Okay. Oh doch, hier ist eine Menge zu erkunden und eine Menge zu sterben. Habe ich das Gefühl. Wow, da ist er schon, der böse, böse Skeletor. Komm her, Vögelchen. Vögelchen, lass mich in Frieden mit deinem Scheißbogen. So. Haben wir uns verstanden? Hier wird nicht Honk getötet. Das geht nicht. Das ist verboten. Nach den allgemeinen internationalen gültigen Richtlinien für Minecraft ist Honk-Töten verboten. Zumindest heute. So. Honk, Enderman. bitte nicht schon wieder. Gleich. Ruhig was slain by Enderman. Das hatten wir ja heute auch schon. Wir standen gerade Enderman. Die standen die ganze Zeit auf meinem Weg. Also der Weg, der mich halt runter auf die Blablabla führt. Ich weiß gar nicht, was das Wort dafür ist. Und es waren jetzt gerade sogar 2, und ich habe einfach die Blöcke unten drunter weggebaut und die sind schön in die Lava gefallen. Hm. Ja, das ist. Die sind zu dumm gewesen zum Teleportieren. Ja.
dann zu dumm zum Teleportieren, zu dumm zum Scheußen. So. ich brauche eine Access Strategy. Das ist hier wirklich heftig, diese Höhle hier, also diese Schlucht. Wow! Hör auf mich zu schießen! Kackviech! Moment. Jetzt kann ich das Bestäubungsteil hier hinten noch ein bisschen weiter bohren. Was meinst du? Nein, Alter! Seelenflitzer geht ab, wie Sau. Was ich sagen wollte, jetzt kann ich hier hinten bei meinem, dort wo mein Zaubertisch hinkommen soll, noch ein bisschen weiter bauen, weil ich jetzt Seelensand habe, weil ich da drumherum ein bisschen was mit Seelensand bauen will. Okay. Ah, die nächste Schlucht. Alter, Seelenflitzer ballert halt ultra. Was mich jetzt wundert, das ist, dass ich. Ich finde sonst ständig Minenschächte und ja. Ich habe hier noch keinen gefunden. Setz das ist doch schön, oder? Nö. Ja, ich weiß. Ich mag die gerne finden. Mhm. Kann man sich so schön mit beschäftigen. Huch. Ja. Mit verstecken. Also. Ach, da kommt schon der nächste Skeletor angeeiert. Warum wollt ihr nun alle mein Leben schwerer machen, als es ist? Hey! Vögelchen, bleib mal hier! Oh, der will mich immer in diese Skelette sind total fiese, die wollen mich immer in ihren Darkroom locken. Ja. Und man weiß nie, was da einen erwartet, also... Vielleicht steht um die Ecke schon der Creeper-Mann, den ich nicht leiden kann. Oh, ja. Ja. Wie weit unten bin ich denn hier eigentlich? Och, Level 42, da ist ja noch ordentlich Luft nach unten. So. Kannst du Pen oder Time setten? Ich kann Time setten. So. Ich bin halt in der Höhle hier und sehe mal gar nichts. Boah. So, ich gehe jetzt erstmal am Fenster und gucke, wie mein selbstgegebener Marken hell geworden ist. Das soll ja schon die Fenster liegen. Mhm. Okay, dann kann ich gerade nicht jetzt noch mal arbeiten. Ach, ich sollte vielleicht auch mal was trinken. Ich habe. Also mein Kaffee, meine anderthalb Liter Kaffee sind jetzt alle. Ich könnte gut noch einen vertragen, aber ich glaube nicht, dass das gut wäre. Weil irgendwann will man ja auch nochmal schlafen gehen und ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Bock zu pennen, aber ich bin jetzt nicht so angeschlagen wieder, dass ich sage, also ich bin vielleicht müde, aber ich kann jetzt problemlos einschlafen. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen ruhig noch eine Weile. Jetzt bin ich schon wieder 33 Minuten mit der Aufnahme dabei. Das geht. Ja. Ja, müsste gleich nochmal wohin wieder und dann. Aber diesmal stoppe ich die Aufnahme nicht. Diesmal lasse ich sie laufen. Soll mir nicht nochmal passieren. Ja, soll mir nicht nochmal passieren. Aber das, was da passiert ist, dass ich halt vergessen habe, einzuschalten. Das hört sich irgendwie etwas falsch an, das, was da passiert ist. Was? Ja, diese Aussage, das, was da passiert ist, das, ja, blablabla. Ja, ja. Och, ja, dass ich die Aufnahme nicht wieder eingeschaltet habe, ist ja, Ach so, soll ich da jetzt meine Glock beim, Post hier und das Haus bauen? Das wäre dann eine ganz witzige Sache. Ich weiß nicht. Ja, komm. Das ist lustig. Du meinst, dass es da die ganze Zeit bimmelt, oder was? Ja. Ja, das, könntest du tun, wenn du Bock hast, kannst du das machen? Natürlich habe ich Bock, was denkst du? Um Leute abzufacken, das ist so meine Hauptspezialität.
Ja, ist ja nun auch nichts, was in irgendeiner Form schadet. Ich meine, Eben, ich will ja noch ein bisschen. Geht ja nichts kaputt von. Ich müsste aber die Redstone-Leitung ein bisschen zu mir rüberlegen. Das wäre natürlich geil, wenn ich dann aktivieren kann und so. Ja, so dass wenn er schon am Finden ist, dass du es dann abschaltest. Ja. Ja. Oh, eine Glocke, kann man die aus Gold bauen? Ja, oder? Nee, kann man nicht, kann man nur kaufen. Aber du kannst dir bei mir drüben, ich habe eine in der Truhe drin, ne? In einer von den Truhen, die draußen sind, ist eine Glocke drin. Okay. Kannst du dir holen? Dann ja, die hole ich mir. Zack. Jetzt brauchen wir noch etwas Redstone, Holzstein, Holz. Ah, hättest du ein bisschen Holz? Da bin ich gerade sehr knapp dran. Holz dir mal irgendwas ab. Ja, werde ich wohl tun müssen. Ich muss wieder nach oben. Gefickt. Oder? Muss ich nach oben? Was, gefickt? Nein, perfekt. Das könnte sich sein. Gefickt. Natürlich. Ich bin gefickt. So, wo ist Quarz? 1, 2, 3. Nether Quartz? Es ist halt, es heißt wirklich Nether Quartz, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, das heißt nur Quartz. Also, Respekt. Es heißt Nether Quartz. Ja? Wow. Ja, ja. Also, ja. Bin ich gerade echt ein bisschen baff. Ja. Ich habe immer gedacht, ich weiß es besser. Das denkt man oft. So. Ich hab wieder also ich habe noch 22 TNT, man könnte das doch etwas kombinieren, oder? Was meinst du? Nee. Ich werde hier gerade von Gravel erschlagen. Gravel. Gravel. Ist tief, ne? Ja. Okay, so. Gut. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Das müsste ich unter sein Haus bauen vielleicht, aber ja, mach ich. Ja. Aber so, dass es unauffällig ist, also ich müsste das auch mit diesen gebrannten Steinen auch zubuddeln, damit das nicht auffällt. Mhm. So sieht's so aus. So aus, Meister. Okay, ich gehe erstmal die Glocke abholen, aber da kann ich erstmal ein bisschen Stein durchraten. Okay, ich muss schon wieder nach oben, weil mein Inventar schon wieder voll ist. Super. Ja, nee, das ist gar nicht super. Das ist ganz, ganz super. Ich bin eigentlich ein relativ krasser Feind von Akazienholz, weil ich finde, ich kann damit nie was anfangen. Also ich persönlich kann damit nie was anfangen. Aber mittlerweile, ja, ist echt gut. Oh, hier ist es aber laut. Meine Güte. Also diese Schlucht hier, in die ich mal mein Bett reingeschmissen habe, die ist echt interessant. Ja. Also ich bin jetzt bis nach unten. Und da gehen überall Höhlen ab und ja, das macht Spaß. Ich fand's ja richtig witzig, als ich zu Horstie gesagt habe, ja, kannst du mal bitte Schande richtig laut sagen und du dann so, aua. ja, mit dem Sch, oh Mann, ey, echt, ey. Das ist aber auch ein Kack-Mikrofon, was er da hat, also So. Ich kann nicht, dass das sich über Leute aufzuregen, die ein scheiß Mikrofon haben. Geil. So. Ich muss hier aber ganz viel los. Hast du mal sein Teil 3 mit Aluhol gesehen? Was? Na, sein drittes Video von uns. Ja, nee, ich weiß nicht. Also. Ich achte sonst nie auf das Mikro bei seinen Let's Plays, aber hast du das Mikro mal gesehen? Ja, irgendwie sieht das komisch aus. ja, irgendwas ist da. Ich krieg's jetzt irgendwie nicht vor dem inneren Auge wieder visualisiert, aber das ist ein komisches Mikrofon, ja. Es ist halt einfach, ich sag mal, ein sehr dünnes, also es ist halt biegbar. Dünn und hat halt so einen schwarzen Dings da oben drauf. Ja, sehr schlecht beschrieben, ich weiß. Ja, sehr schlecht beschrieben, ich weiß. So.
Das weißt du auch, das ist Film. Ja. Ich ertrinke in Kohle langsam hier. Weil ich versuche, die Erfahrungslevel voll zu kriegen und das ist viel. Das ist viel. Ja, ich bin mal kurz nochmal weg. Ich mach mal kurz Pause, denn es drückt schon wieder und ja, bis gleich. So ist nein, es. Nein, ich mach die Aufnahme jetzt nicht aus. So. Ja, lass an. Aber ich gehe aus dem Spiel raus. Ich werde mal disconnecten kurz, damit. Na? So. Aber ich lasse die Aufnahme halt laufen, weil ansonsten na, vergesse ich sie wieder einzuschalten. Jo. In this life, this body, this mind.